Die Szene mit dem Chimborazo auf dem Bild links ist eine Ikone der Humboldtschen Landschaften und daher natürlich ein Must-have in der Ausstellung. Sie zeigt den Gipfel des damals von Europäern als höchste Erhebung der Erde bezeichneten Andenvulkans, dessen schneebedeckte Spitze sich in einer klar erkennbaren Linie von der Vegetation darunter abhebt. Die studierten Alexander von Humboldt und seine Begleiter ausführlich. Insgesamt 37 Menschen, in warme, gestreifte Wollponchos gekleidet, sind in Richtung des Berges unterwegs. Einige sieht man Kisten tragen, andere Taschen, andere wiederum untersuchen Pflanzen. In Amerika war Alexander eigentlich immer unterstützt von einheimischen Wegführern, Trägern und von amerikanischen Wissenschaftlern. Die linke Seite des Bildes ist ebenfalls bevölkert, und zwar von den Lieferanten der Wolle für die Ponchos. Insgesamt 15 Lamas sieht man hier. Ein Beleg, dass Humboldt hier nicht in der puren Wildnis reiste, denn Lamas sind domestizierte Tiere. Eines wird in anderer Form nochmal auftauchen. Apropos Tiere. Der rechte, vielfach gefurchte Schneehahn ist gar keiner. Er läuft nach unten rechts in einer Pranke aus, ist aus weißem Marmor und gehört zu einem Krokodil, das Bildhauer in der Antike schufen. Alexander sah es, als er 1805 seinen Bruder Wilhelm in Rom besuchte. Sein Platz ist in den Vatikanischen Museen und es hat ihn, seitdem die Humboldts es dort sahen, nicht verlassen. Bis jetzt. Als Fachmann für Gesteine interessierte sich Alexander sehr für Marmor. In diesem Fall untersucht er aber die Anatomie des Krokodils selbst. Denn Experte dafür war er seit seiner Amerikareise durch Beobachtungen am Rio Magdalena etwa oder in Kuba, auch durch Tierversuche und Zerlegungen. Ein Fehler fällt ihm sofort auf. Schlecht gemachte Pranken, schreibt er. Die Bildhauer hatten jedem Finger eine Kralle verpasst. Dabei weiß doch jeder Fachmann, dass sie nur 3 Krallen an den Fingern vorne und 4 hinten haben. Das Krokodil ist ein Beispiel für ein Objekt, das noch nie in Verbindung mit Humboldt gesehen wurde. Aber natürlich ein Traum für mich, weil es auf geniale Weise die Verbindungen zwischen Natur und Kultur, Antike und Gegenwart zeigt, wie sie Humboldt selbst gemacht hat.